oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus Christi und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einer Android-App. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Die Rede ist von der Black Cam Pro Black and White Camera. Aktuelle Versionsnummer 1.6.0. Größe 6,1 Megabyte, erforderliche Android-Version zum Beispiel 4.1 oder höher. Und bei 2508 Gesamtbewertung, eine Durchschnitt-Sternebewertung von 4,4 von 5 Sternen. Blackcam, die Schwarz-Weiß-Kamera für Android, lässt sich sehr leicht bedienen. Stimmt, es gibt verschiedene farbige Linsenfilter, verschiedene professionelle Konversionsfilter, Live-Anzeige der Filter auf dem Kamerabildschirm. Kontrast, Helligkeit und Belichtungsanpassung könnt ihr in Echtzeit vornehmen. Man kann auch eine schwarze Vignettierung hinzufügen. Man kann individuelle EXIF-Daten vergeben, wenn man das will, und die Fotos gleich exportieren per Instagram, Twitter, Facebook und E-Mail oder natürlich ganz normal abspeichern und dann teilen, wohin auch immer ihr das wollt. Und man kann die Schwarz-Weiß-Bilder-Filter noch für vorhandene Fotos verwenden. Und was ich immer persönlich ganz angenehm finde, ihr könnt auch sagen, behalte das Originalbild. Das heißt, dann habt ihr das Schwarz-Weiß-Bild und ja, das farbige Originalbild. Die Ergebnisse wissen mich jedenfalls zu überzeugen, gefallen mir gut. Und Empfehlung für Black Cam Pro, Black and White Camera. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.